Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, Bundeskanzler Kohl ist während seines Besuchs in Ungarn international geäußerten Bedenken über seine Haltung in der Frage der Oder-Neiße-Grenze entgegengetreten. Im Gespräch mit Ministerpräsident Nemeth sagte Kohl in Budapest, er könne als Kanzler der Bundesrepublik zum Problem der polnischen Westgrenze nicht für Deutschland als Ganzes sprechen. Als einzelner Deutscher sei er jedoch der Auffassung, dass die Deutschen um des Friedens willen in dieser Frage keine Probleme mehr schaffen werden. Bei seiner ersten Aussprache mit Ministerpräsident Nemeth bekräftigte Bundeskanzler Kohl die Bereitschaft der Bundesregierung, den Reformprozess in Ungarn zu unterstützen. Außerdem dankte er der Regierung in Budapest für ihre Hilfe bei der Lösung des DDR-Flüchtlingsproblems im September. Zuvor war Kohl die Ehrendoktorwürde der Budapester Universität verliehen worden. In seiner Dankesrede sagte er, Ungarn habe damals den ersten Stein aus der Mauer geschlagen. Ohne die mutige Entscheidung, die Flüchtlinge in den Westen ausreisen zu lassen, wären die dramatischen Veränderungen in der DDR nicht möglich gewesen. Bundesaußenminister Genscher hat vor Illusionen über die deutsche Einheit gewarnt. Genscher sprach mit Vertretern von Oppositionsgruppen in Halle. Er sagte, wer erkläre, die Wiedervereinigung sei morgen möglich, der sage nicht die Wahrheit. Die Debatte über die Wiedervereinigung dürfe auf keinen Fall die Bemühungen um Demokratisierung und Wirtschaftsaufbau in der DDR lähmen. Die rund 2700 Delegierten des außerordentlichen SED-Parteitages setzen am Sonntag in Ost-Berlin ihre Beratungen fort. Sie wollen über das neue Parteistatut und die Zielsetzung diskutieren. Die Partei beschloss, ihren Namen SED beizubehalten und ihn durch die Bezeichnung Partei des demokratischen Sozialismus zu ergänzen. Mit der Verabschiedung neuer Programmleitlinien und der Wahl einer neuen Parteiführung hat die CDU in der DDR ihren Wandel von einer Blockpartei zu einer eigenständigen politischen Kraft vollzogen. Im neuen Statut bekennt sich diese Partei zur sozialen Marktwirtschaft und zu einer Konföderation der beiden deutschen Staaten. Als erste völlig neue Partei in der DDR hat sich in Leipzig der Demokratische Aufbruch konstituiert. Diese Organisation hat noch kein konkretes Programm. Als ihr Hauptziel bezeichnete sie auf dem Gründungskongress die Bildung einer Koalition der innenpolitischen Vernunft. An dem Gründungsparteitag nahmen maßgebliche Politikerinnen und Politiker aller Bundestagsparteien teil. In Berlin treten die Führungsgremien der Sozialdemokraten am Sonntag zur Vorbereitung des Parteitages zusammen. Die SPD will bei diesem Kongress eine Berliner Erklärung zur Deutschlandpolitik sowie ein neues Grundsatzprogramm verabschieden. In der rot-grünen Koalition in Berlin bahnen sich neue Konflikte an. Während einer Mitgliederversammlung der Alternativen Liste wurde heftige Kritik am sozialdemokratischen Koalitionspartner geübt. Es gibt schwerwiegende Differenzen über eine Stromleitung nach West-Berlin und das Bleiberecht für Ausländer. Außerdem tritt die Alternative Liste für ein konsequentes Festhalten an einer deutschen Zweistaatlichkeit ein. Zu einem informellen Meinungsaustausch haben sich US-Präsident Bush und der französische Staatspräsident Mitterrand auf der Karibikinsel St. Martin getroffen. Nach ihrem dreistündigen Gespräch stellten sie weitgehende Übereinstimmung bei der Bewertung des Wandels in Osteuropa fest. Mitterrand betonte, die künftige Entwicklung der NATO müsse sorgfältig geplant werden. Auch die deutsche Einheit könne nur langsam und mit Übereinstimmung aller betroffenen Parteien angegangen werden. In Brasilien wird am Sonntag in einer Stichwahl der neue zivile Staatspräsident gewählt. Stimmberechtigt sind 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Zur Wahl stehen der sozialistische Gewerkschafter Lula da Silva und der konservative Collor de Mello. In Berlin sind bei der größten Brandkatastrophe seit Kriegsende 4 Menschen ums Leben gekommen, 5 werden noch vermisst. 31 Personen erlitten Verletzungen. Das Feuer im Hotel Zentral am Kurfürstendamm war in der vergangenen Nacht vermutlich in einem Fernseh- und Frühstücksraum ausgebrochen. Mit Leitern gelang es der Feuerwehr, die meisten Hotelgäste aus den Flammen zu retten. Die Treppe in dem rund 100 Jahre alten Gebäude war bereits nach kurzer Zeit durchgebrannt. Einige Menschen sprangen in Panik aus dem ersten und zweiten Stock und zogen sich dabei Knöchelbrüche zu. Die Feuerwehr brauchte 7 Stunden, um die meterhoch aus den Dächern schlagenden Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Im Finale um den Davis-Pokal ist die Bundesrepublik in Stuttgart gegen Schweden mit 2:1 in Führung gegangen. Boris Becker und Erik Jehlen bezwangen im Doppel Anders Jarit und Jan Gunnarsson in 5 Sätzen. Die Lottozahlen 3, 18, 26, 28, 31,
33, Zusatzzahl 46. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 6, 5, 4, 8, 9, 9, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 17. Dezember. Anfangs überwiegend bedeckt und zeitweise Regen. Sonst wechselnd wolkig und vor allem im Norden einzelne Schauer. Tiefsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Nördlich der Elbe Temperaturanstieg nachts auf Werte um 5 Grad. Höchsttemperaturen 10 bis 15 Grad. Mäßiger bis frischer, zeitweise stärker und in Böen stürmischer Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Montag wechselnd bewölkt, nur vereinzelt Schauer, weiterhin mild. Das waren die letzten Meldungen. Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und den neuesten Nachrichten heute Mittag um 12.45 Uhr.